MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, ja. Ach, ich hab gedacht, es geht auf der Autobahn. Oh. herrlich. So, reicht dann auch wieder mit Rasen? Ich fang gerade erst an, hallo? Ja, ich war gerade kurz bei fast 160. Aha. Ja. Alter, bitte schick mich nicht wieder durch Kaliningrad. Da komm ich mit der Schluppe hier doch niemals durch. Ah, hier ist 70, heizen wir mal mit 90 lang. Egal, ob hier ein paar enge Kurven kommen oder so, mal gucken. Heizen. Ich hab vorhin was. Nee, ich dachte. Ich wollte gerade fragen, ist der Abfahrt vorbeigeheizt? Ja, bei Berlin sind manche echt ein bisschen verwirrend. Mhm. Oh, wei. Klag uns dein Leid. Ja, was ist das denn hier? Ach, ungarische Grenze ist das. Hier wirst du auch so außen rum geführt. Da guckst du gerade so schön durch die Gegend, weil dein LKW da schön mit Tempomat geradeaus fährt und dann wie aus dem Nichts kommt da ein Grenzposten. Wie damals mit der Mauer, die war auch plötzlich da. Über Nacht. Gehst du morgens auf, ist eine Mauer wieder da. Ist eine Mauer da, weißt du? Das wär's. Stehst du morgens auf, ist die Mauer wieder da. Ja, wo will der denn jetzt hin? Darf ich jetzt hier geradeaus oder muss ich wieder rechts in den LKW, in die LKW-Spur? Nee, rechts. In Anbetracht dessen, dass du ein LKW bist. Nein, rechts ist LKW-Parkplatz und mein Navi sagt auch, ich darf geradeaus. Also fahr jetzt geradeaus. Kann mich am Arsch, kann mich jetzt am Arsch lenken hier. Ah. Fahr jetzt geradeaus. Ob dem das an der Grenze hier schmeckt oder nicht, ist mir egal. Bin in Polen. Jetzt. Oh, da gab es sogar eine Tasse Kaffee an der Grenze. Wow. Schön. Es regnet. Es gewittert. Scheibenwischer schneller einstellen. Ich sehe nichts. Weißt du, was die richtige Mod für Mayo wäre? Nee. Die Wintermod, aber es kommen keine Schneekugeln runter, sondern Kack-Emojis. Ja! Ja, immer dran denken. Was man nicht gut. Was man nicht haben, können wir einfügen. Ah, ich bin aber schon in Polen. Das ist ja praktisch. Machen Sie Urlaub in Polen. Ihr Auto ist schon da. Okay, das ist ein großer Kreisel. Da komme ich mit der Zugmaschine und dem Trailer aber auf jeden Fall hier rum. Ja, easy. Die Polen wissen, wie man Kreisel baut. Ja gut. Er hat das böse Wort gesagt. Was denn? Pole? Nein. Kreisel? Easy. Ach, easy. Ja. Passiert gleich wieder irgendwas. Ja. Ja. Karma is a bitch. Die Polen wissen, wie man Kreisel baut. Baust du LKW, brauchst du viel Platz. Ja, die sind in Deutschland geklaut, mein Gott. Ja, nein, klaust du LKW, brauchst du viel, viel Platz, um schnell fahren rum. Ich meine, wer klaut einen Kesselwagen? Ohne Witz jetzt mal. Altmetallhändler? Ach! Den nimmt doch keiner. Würde ich mich nicht drauf verlassen. Hier in Deutschland auf jeden Fall nicht. Hier in Deutschland kriegst du, würdest du einen Kesselwagen niemals wegkriegen. Du kriegst ja hier nicht mal mehr die früher haben sie ja immer die Pöller geklaut, ne? Mhm. Rasenpöller. Die kriegst du heute auch nicht mehr weg. Blitz. Wer hat sich denn bitte früher so krass für Straßenpöller interessiert? Schrotthändler. Ach so, ja gut, okay. Aber dadurch, dass die Schrotthändler mittlerweile echt oft kontrolliert werden, die müssen auch gemeldet sein. Wenn du zum Beispiel als Privater und du kommst regelmäßig mit Metallschrott an,
musst du dich registrieren lassen. Ja, richtig, genau. Ja, und halt, ganz ehrlich, wenn du... Früher war da haben sie die Pöller dann genommen und easy, ne? Und jetzt, die Pöller sind alle registriert. Und... Mit Hundemarke? Genau, mit Hundemarke. Jetzt habe ich mich festgefahren, echt jetzt. Du quatschst zu viel. Ja, wahrscheinlich. Wie komme ich denn da nie rum? Ach hier. Gas geben. Da ist Gott so viel KP. Da fahre ich aber auch durch. Weil zumindest dran vorbei. Da oben in der Ecke treibst du dich rum. Jetzt! Komm! Ja. Bin jetzt in der Nähe von Oslo. Genau Oslo bin ich jetzt. Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen Überbreite. Ich fahre mit so einem riesigen Case-Traktor mit Zwillingsbereifung. Ach, schick. Okay. Und die Zwillingsbereifung, die guckt schon so ein bisschen über die Ränder raus. Was ich letztens gesehen habe, was heißt letztens, 4-5 Monate her, da war ich mit einem Bekannten unterwegs, ne? Autobahn, abends kam uns Schwertransporter entgegen, ne? Die hatten hier diese XXL-Muldenkipper. Hatte der geladen. Okay. Richtig geil, aber auch richtig schlau gemacht, damit die das Ding überhaupt richtig transportieren konnten. Räder ab, genau. Ja, sonst ist das Ding zu hoch. Ja. Kommst du nicht mehr unter den Brücken durch. Genau. Ach, scheiße. Und selbst da musst du dann die Strecke gut vorher abklären. Weil es kann ja sein, dass da mal eine nicht standardkonforme Brücke dazwischen ist. Ja. Ja, weil wenn da mal eine Brücke dabei ist, die keine 4 Meter hat, ja, da komme ich jetzt so nicht rum, da muss ich jetzt anders denken machen. Sie alle an Köln. An die berühmteste Brücke. Ja. Wo sich in aller Regelmäßigkeit die Lkw-Fahrer drunter aufhängen. Echt? Okay. War das innere oder war das äußere Kanal? Aber ich meine innere. Innere, ne? Innere Kanalstraße, wo sie sich immer wieder das Dach aufschlitzen. Komm, Alter. Aber ist das nicht eigentlich ausgeschildert, die Durchfahrtswege? Ja, das ist so ähnlich wie mit der A1 und der Leverkusener Brücke. Da ist auch ausgeschildert, dass du nicht mehr wie 3,5 Tonnen haben darfst, um über die Brücke zu fahren. Also es ist zwar ausgeschildert, aber es ist ein Sicherheitsfaktor und so. Genau. Jetzt habe ich wieder Bockmist gemacht. Wie wunderbar. Ja, ich stehe jetzt so blöd, dass ich mit dem Reifen nicht mehr runterkomme und durchdrehe. Ja. Durchdrehe ist das gleiche wie ich. Nicht? Scheiße, wieder zurücksetzen. War das gleiche? Nee, ich dachte jetzt so an das, wie unangenehm. Puh! So wie unerwartet. Ach, so eine Kacke hier, ey. Mann. Was? Wie soll ich denn hier rauskommen? Durch die Tür? Oh, Kinnas! Wobei, das funktioniert bei mir auf der Arbeit jeden Tag. Setzen sich die Leute an den Computer, sind in irgendeiner Software, wo sie sich nicht mehr auskennen, wie sie da rauskommen. Wie komme ich denn hier raus? Da rechts durch die Tür? Du Arsch!
Sag ich, du hast gefragt, wie die hier rauskommt. Da habe ich die Tür und das ist die Antwort. Ich meine hier aus der Software. Ja, hast du ja nicht gesagt. Funktioniert jedes Mal. Es hat noch keiner draus gelernt. Oh weia. Die fragen alle weiterhin. Wie komme ich denn hier raus? Das seit Jahren. Also, Lerneffekt gleich null. Lernkurve nur horizontale, meinst du? Ja. Oh, geil. Na, wenigstens ist der Kreisel direkt an der Werkstatt. Das Problem ist jetzt einfach... Was mache ich denn jetzt? Ne, das war der... Ach nein, das ist der große Kreisel. Ja, den schaffe ich ja problemlos. Aber der kleine Kreisel, der da hinten kommt, da muss ich mir was überlegen. Weil rechts rum kommst du wieder nicht, weil das so ein Mini-Ding ist. Und von links kommt echt verdammt viel Gegenverkehr. Hast du den Freiflug mit drin? Nee. Solltest du dir auch mal reinmachen. Was ist der... Was meinst du mit Freiflug? Dann drückst du die Taste 0 und kannst dann über den Zifferntastenblock mit 9 und 6 zum Beispiel Höhe gewinnen und kannst dann mit 8 und 6 vorwärts zurück. Ja, aber was bringt mir das? Dann kannst du dir das angucken. Ja. Du stellst den LKW irgendwo hin und dann guckst du dir das an, wie du da am besten rumkommst. Ja, ja, gut. Mir wäre lieber so ein Ding, dass du den LKW neu platzieren kannst, weißt du? Kannst du damit? Ach so. Dann kann ich mir ihn einfach hintern Kreisel stellen. Ja. Könntest du. Ist ja easy. Nach dem Motto, um den Kreisel komme ich nie rum, stelle ich mir den LKW einfach dahinter. Ja. Das funktioniert. Wie bei OMSI mit der F4-Taste. So ähnlich, ja. Dachte mir jetzt, weißt du? Nick ist so ruhig. Ja. Ist hochkonzentriert. Nee, ich fährt bestimmt mit 160. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, der fährt jetzt mit 160, weißt du? Hat immer noch die Geschwindigkeitsbegrenzer ausgeschaltet. Nee, das nicht. Ist, glaube ich, auch keine so gute Idee mit dem Teil hier. Überbreite. Vor allem, weil ich gerade hier durch eine Baustelle durchfahre. So, ist das hier der Pipi-Kreisel? Heißt, du kannst auch nicht irgendwie ein bisschen weiter rechts fahren, dass die Zwillingsbereifung ein bisschen über den Standstreifen loopt? Nein. Mhm. Du darfst dann schön ein bisschen weiter Richtung Mitte. Wenn dann jemanden neben dir hast, schön den Windschacht ansaugen, letzten Moment rausziehen, vorbeifahren. Und dann suchen wir uns die nächsten Windschatten. Aber, Alter, wo hängt's denn? Hammer, am Arsch. Hä? Weißt du nicht, ob du abfahren willst oder nicht? Noch so ein bisschen hakelig gefahren. So ein bisschen unsicher und jetzt heizt du mit 90 über die Autobahn, als hättest du nichts anderes gemacht. Ja, ich bin ja auch mit 90. Ich bin ja mal gespannt, wo ich gleich abfahren kann. Wenn da schon so ein Kuhkopf ist. Vielleicht irgendwie da ein. Ah! Oder irgendein Bauernhof, Schlachthof oder so. Ich finde das immer nur interessant, wenn du dann andere LKWs überholst.
kämpfst dich teilweise an den LKWs ganz langsam vorbei. Ah, geschafft. Und wenn du dann an den LKW vorbei wirst, werden die plötzlich ganz schnell ganz klein im Spiegel. Ja,